willkommen am Donnerstag, dem 17. September 2020. Also wenn ihr euch mal Ken Jebsen oder sowas anschaut, ja, dann, also ich bin da extrem erstaunt, wie viele da sagen, Ken, jetzt komm doch zurück aus deinem Urlaub und nimm jetzt hier die Zügel in die Hand und es ist so toll, dich mal wieder gehört zu haben. Und ich frage mich, warum hat der so viele Follower? Was ist da los? Was ist da auch beim Jabba los, der immer noch seine Leute irgendwie hat bei Heiko Schang? Was ist da los, dass so viele da hingehen und auf die zählen? Und da sehe ich eben diesen logischen Irrtum Feindesfeind. Diejenigen, die eben aufwachen und merken, so Mainstream, da werden sie hinters Licht geführt. Und dann landen sie beim Erstbesten. Und ich habe mir das von dem Canon FM einfach nochmal angeschaut. Und es geht beim Ken FM drum, dass die Regierung jetzt ausgetauscht werden muss. Also wenn ihr euch mal so ein Ken FM Video bis zum Ende anschaut, da geht es darum, die Regierung muss jetzt ausgetauscht werden. Und da frage ich mich, wer zählt auf solche Leute? Könnt ihr euch vorstellen, wenn die Regierung ausgetauscht wird, dann wird alles besser? Ja, sicher. Ja, nein, ich weiß nicht, wie nichtsraffend muss man sein, um zu glauben, das ist eine nationale Regierungsangelegenheit. Also wie blind muss man sein, um nicht zu sehen, dass das was Globales ist? Also dieser Feindesfeind, logischer Irrtum, der steckt in so vielen Köpfen drin. Und wenn der Ken FM dann die Regierung angreift, die Frau Merkel angreift, den Herrn Spahn angreift, ja, und dann ist es die Hoffnungsfigur. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Was ist los mit denen? Also die schimpfen doch auf die Regierung, die schimpfen auf den Herrn Spahn. Was soll das? Wie kann man da glauben, dass die Regierung ausgetauscht werden muss und dann wird alles besser? Ach, übrigens KI. Habt ihr mal die Besonderheit gesehen mit diesen Namen hier? Wir hatten das ja eben gezeigt. Ich schreibe es jetzt mal ein bisschen anders. Ich drehe das um und schneide das jetzt hier unten weg, ja? Und dann habe ich hier unten das, was übrig bleibt. Ja, habt gesehen, wie ich aus dem Essen O mache. Ja, ich nehme den Teil und hecke hier dran. Babam, babam, babam. Moment mal. Jetzt nehme ich das Teil hier. Bleibt übrig. Und jetzt drehe ich dieses A. Könnt ihr das anders hinkriegen? Also das E kann man ja auch, wie geht das E? Sie haben 90 Grad gedreht einfach das. Um 180, meine ich. 180 Grad gedreht, dann ist das hier, Moment mal. Nee, das ist jetzt gespiegelt. Nee, einfach nur, wie du es eh unten auch geschrieben hast, ja.
Also ich krieg's jetzt gerade. Es ist auch wie die Spiegelung eigentlich. Du hast doch unten das E von Jepsen, das ist doch fast die Spiegelung von dem A oben. Das passt doch. Ja, also das E und das A kann man eben umdrehen und dann hat man Jehova. Findet ihr das spannend? Und dann bleibt noch der hier übrig. Also es bleibt noch der hier übrig, das N. Und es bleibt der Strich hier übrig. Also es bleibt das hier irgendwie übrig. Man kann das, oder man kann das auch so machen, dass das hier übrig bleibt. Also es bleibt irgendwie das noch übrig. Moment mal. Entweder bleibt das übrig oder es bleibt irgendwie das übrig und das übrig. Aber es ist spannend, dass bei Ken Jebsen, du bleibst sogar bei der Reihenfolge. Du tust nur das V hier einfügen. Dann hast du KI, das ist Definitionszeichen, ist Jehova. Das steckt in Ken Jebsen drin. Und dass der mit Symbolik arbeitet, ist ja auch klar. Hat das schon einmal mal von euch gemerkt? Bernd guckt gerade ein bisschen gelangweilt. Ich bin nicht gelangweilt, ich esse gerade ein bisschen. Gut. Aber ich meine, der hat so einen iranischen Namen und dass er sich irgendwie Ken Jebsen nennt, why? Warum ist das irgendwie, steht da KI-Definition und dann Jehova? Finde ich eine krasse Nummer. Wenn einer mit Symbolik arbeitet, kommt sowas aus Zufall? Seid ihr erstaunt? Nö, nicht mehr. Also ihr seht, ich spiele halt gerne mit irgendwelchen Buchstaben rum und da kommen manchmal echt spannende Sachen raus. Aber wenn ich mit Symbolik rumspiele und die völlige Freiheit habe, welchen Namen ich mir gebe als Marke, und dann steckt auf einmal KI ist Jehova plus, ich sag mal, ein Viehzeichen. Das ist Vieh. Ja? Und Vieh, wenn das Vieh gemeint ist, das steht für, ich sag mal, Geheimgesellschaft. Also die Vieh in der Pyramide, ja, wie ihr euch organisiert, ja, das ist eine Organisation und die kann auch geheim sein. Also da steckt letztendlich, was ich naheliegend finde, ist, dass aus dem hier, dem N, also hier gibt es da unten den da, das N habe ich da nicht drin und das hier. Und dann mache ich da draus eben das, auch das Zeichen des Vieh. Also KI ist gleich Jehova Vieh. Und Symbolik bedeutet bei denen was. Ist da noch keiner draufgekommen? Hat den noch keiner durchschaut? Nee, es traut sich nicht jeder wie du mit den Buchstaben so rumzuwerkeln und einfach was anderes draus zu machen. Ja, aber über Symbolik wird ganz viel transportiert. Ich brauche auch nicht Symbolik zu machen. Ich durchschaue auch schon so, wenn ich den einfach nur angucke. Ein paar Minuten angucken, dann weiß ich schon. Also das trifft bei jedem jetzt, ne? Also nicht nur ihn. Ja. Man hat irgendwie mit der Zeit das Gefühl, wer wie halt tickt. Also Jebsen sagt ja auch, dass er sich den Namen selbst gemacht hat, angeblich aus Mobbinggründen. Aus?
Was für Gründen? Aus Mobbinggründen. Aus Mobbinggründen? Aber dann kann er sich doch jeden Namen geben. Aber nochmal, das Ding fängt mit KI an. Also es gibt ja auch das Thema, dass die Dinge ja auch eingeflüstert werden von der KI. So als Vision oder was weiß ich dargestellt wird, dass so ein Name vielleicht als Vision von der KI ihm gezeigt wurde, ohne dass er wirklich diese Symbolik, wie du sie jetzt da gezeigt hast, bewusst war. Ja. Also es gibt ja verschiedene Ebenen, auch in diese Symboliken reinzusteigen oder in das, was dahinter ist. Und mit den Buchstaben und Zahlen zu arbeiten, ist eben eine. Aber wenn er das jetzt als so Erleuchtung oder bei Nacht aufgewacht und jetzt habe ich den Namen hatte, kann ich mir gut vorstellen, dass er sich dessen gar nicht bewusst ist. Okay, aber wir sind uns jetzt bewusst, wo er angedockt wurde, wer es ihm eingegeben hat. Fand ich irgendwie nochmal spannend.